Ich begrüße euch recht herzlich hier zum zweiten Landvlog auf meinem Kanal Fabis Landlust. Ich bin gerade auf dem Weg zu der Ziege, um ein bisschen was zu essen zu bringen. Ja, das Thema heute ist unter anderem die Ziege. Hab mir ja schon im Titel vom Video gesehen. Und dann habe ich noch ein paar andere Themen, wo ich mich ein bisschen dazu äußern möchte, was momentan einfach nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Aber ich würde sagen, ich schneide gleich weiter und dann geht's los. Viel Spaß. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu der Ziege. Da es die letzte Tage wieder sehr viel geregnet hat, kann ich leider nicht durchfahren, weil es hier ein reiner Wirtschaftsweg ist, der nur aus Gras und Erde besteht. Da ja der IHC noch mit der Bremse zerlegt ist, habe ich nur das Auto und mit dem Auto hier durchfahren ist ein bisschen unpraktisch, deswegen muss ich hier halt ein bisschen laufen. Ja, ist ja nicht schlimm. Bewegung tut ja bekannt hier mal sehr gut, von daher werden wir es gerade noch verkraften und so weiter ist jetzt auch nicht. Die Ziege, genau. Das Thema, worum es ja eigentlich in diesem Vlog gehen soll. Und zwar, die Ziegen sollen wirtschaftlich werden. Das heißt, die sollen nicht immer nur meine Fläche hier kurz halten, die sollen auch andere Fläche kurz halten, wo man halt schlecht hinkommt zum Meer oder gar nicht hinkommt, weil es zu steil ist. Die Ziege macht das ja nichts aus. Deswegen bin ich gerade auf der Suche nach einem Anhänger, wo ich einen Ziegestall draufsetzen kann. Ich möchte aber nicht einfach nur einen Stall drauf haben. Ich möchte die Möglichkeit haben, Wasserfass reinzubauen, dass ich Wasser mitnehmen kann. Weidezaungerät soll rein. Solarpanel soll oben aufs Dach drauf. Habe ich was vergessen? Genau, Heu und Stroh möchte ich ein paar Ballen mitnehmen können. Ja. So in etwa schwebt mir das momentan im Kopf vor. Ich bin da jetzt gerade auf der Suche nach einem Anhänger. Mal gucken, ob ich irgendwas finde. Erste Idee war, dass ich einen Autoanhänger nehme und dann Aufbau drauf mache. Das ist mir aber dann irgendwie. Es wird mir zu groß und. Also für einen Autoanhänger wird es mir zu groß. Jetzt muss ich gucken, entweder ein Pferdeanhänger, das wird vielleicht sogar noch gehen. Aber da brauche ich dann einen ohne TÜV und kaputt da, und weil es soll ja auch nicht viel Geld kosten. Ja, also muss man jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt, was man da findet. Dann hatte ich, wie gesagt, noch die Idee danach, naja, warum nehme ich nicht einfach einen alten Drehschemel-Anhänger, also eine normale Roll. Ja, das finden wir auch leider nicht so einfach. Ja, wie gesagt, da bin ich jetzt halt gerade so am Gucken. Ich fütter jetzt kurz die Ziege und dann melde ich mich nochmal. Ja, das ist das Ziegefutter, das sind ganz normale Futterpellets, also Kraftfutter für die Ziege. Im Winter fütter ich immer regelmäßig zu. Einfach weil es vom Graswachstum hier zu wenig ist. Deswegen muss ich im Winter halt zufüttern. Ja, es gibt Schlimmeres. Heu kriege ich sie auch und wie gesagt, Kraftfutter. Moment, ich muss hier kurz die Tür zumachen. Noch das Schloss neu machen und dann geht's weiter. So, ja. Kraftfutter kriege ich im Winter immer dazu. Im Sommer nicht. Im Sommer, wie gesagt, das hier ist die einzige Winterfläche, die ich momentan habe. Das soll dann eigentlich auch so bleiben, selbst wenn sie Landschaftspflege machen sollen. Aber das reicht eigentlich auch. Wenn ich sie im Sommer gut durchweiden kann und im Winter dann mit Heu und Kraftfutter zufütter, dann kommt es eigentlich ganz gut hin. Ja, das ist jetzt halt der Plan. Wie gesagt, ich suche einen Anhänger. Ob ich da was finde in den nächsten 2-3 Wochen, ich hoffe es zumindest mal, weil ich eigentlich gerne so ab April die Tiere umstellen könnte. Vorher natürlich noch auf meine anderen Fläche. Ja, also das wäre mir eigentlich ganz günstig, wenn ich da in nächster Zeit was finden würde. Zumal ich ja auch noch in den Wald muss und Holz machen muss. Da warte ich aber noch auf die Zettel, dass ich in den Wald reinfahren darf und dass ich weiß, wo das Holz sitzt. Die ist nämlich noch nicht da. Ja, IHC muss ich noch fertig machen. Die Bremse. Da habe ich jetzt aber das Problem, dass ich nochmal einen Simmerring bestellen muss, weil der Simmerring zwischen Axt,
also zwischen Planetengetriebe und Trockenbremse, denn der ist auch nicht mehr so gut. Den will ich jetzt auch noch tauschen, den habe ich aber nicht direkt gefunden im Ersatzteilkatalog. Den konnte ich nicht gleich mitbestellen, ich habe ihn jetzt ausgebaut und ausgemessen. Jetzt muss ich ihn nochmal bestellen, der hat aber auch 3 oder 4 Tage Lieferzeit. Dann kann ich die ERC wieder zusammenbauen und dann habe ich wenigstens den mal wieder zum Benutzen. Ja, also die Ziegen momentan, so ein kleines Thema, wo ich dran arbeiten möchte. Dann das Holz, was ich machen möchte und leider noch nicht kann. Dann will man noch einen Hänger umbauen für die Ziegen. Also Arbeit ist da, aber momentan ist das Material, muss man ganz klar sagen, die Grundvoraussetzung einfach nicht erfüllt, dass man arbeiten kann. Das ist momentan halt ärgerlich, aber da muss ich jetzt durch und muss warten. Ja, so ist. Kommt immer irgendwas und immer kommt anders, als man es erwartet hat. Deswegen ist jetzt momentan halt ein bisschen wenig los auf dem Kanal. Ja. Das geht aber auch rum und wenn es wärmer wird, dann kommt Wiesenstriegeln, nochmal ein bisschen Mist auf die Wiesen fahren. Also Arbeit ist da, nur momentan halt entweder kein Traktor oder fehlt es woanders. Es ist Samstag, ich bin froh. Gestern habe ich mich nämlich noch beim Vloggen bei der Ziege mehr oder weniger drüber aufgeregt, dass die Ersatzteile für die Bremse noch nicht da sind. Dann kam natürlich gestern Abend natürlich dann die Versandbenachrichtigung und auch die Zustellbenachrichtigung, dass der heute kommen solle. Das heißt, ich mache mich jetzt an die Bremse am IHC. Ja, ich weiß, ihr wollt was zu essen, ich komme gleich. Ja, die Hühner haben noch Hunger. Ich muss natürlich dazu sagen, als allererstes noch, dass ich mich mega gefreut habe, dass wir gestern Abend noch die 50 Abonnenten auf Instagram geknackt haben. Seit heute Morgen sind es, glaube ich, sogar jetzt 52. Ja, ich finde es toll, dass es so gut ankommt. Vor allem ist der Account, den habe ich erst am Montag dann... Genau, ich habe den diese Woche Montag, habe ich den das Profil gemacht. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es auf YouTube noch ein paar mehr werden würden. Ich habe mir jetzt kein konkretes Ziel gesetzt an Abonnenten, aber ich würde mich halt mega freuen, wenn es von Video zu Video mehr wären. Würden. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir bauen die Bremse zusammen und ich zeige euch gleich ein bisschen was und dann gibt es ja auch bald hoffentlich endlich mal das richtige Bremsenvideo dazu. Ja, wie man sehen kann, sind hier meine Federn für den Bremsautomat gekommen und im Karton ist dann noch der Dichtring für die Welle drin, wo ich ja gesagt habe, dass ich ihn tauschen muss. Ja, ich werde jetzt mal anfangen, eine Zamme zu bauen und dann werde ich später noch ein bisschen was aufnehmen für den Vlog am Mittwoch und dann mache ich auch Feierabend dann für heute. Es ist Sonntag, wir sind gerade wieder mit Hundegassi. Ich werde jetzt den letzten Teil hier von diesem Vlog aufnehmen. Und zwar gibt es noch ein paar Informationen und ich wollte ja, ich bin hier auf der Suche nach einem Anhänger, wo ich einen Stall für die Ziegen draufbauen kann. Da habe ich jetzt momentan 2, die mich angeschrieben haben. Beziehungsweise ich habe einen davon angeschrieben, aber leider so wie es aussieht ein bisschen zu spät. Das eine ist ein ehemaliger LKW-Kühlanhänger, wo halt relativ defekt ist. Wo man auch ein bisschen herrichten müsste, der würde verschenkt werden. Also es sind 2. Da soll am Montag einer kommen und wollte die beide abholen. Und wenn der jetzt nicht kommt oder halt nur einen mitnehmen würde, dann könnte ich den anderen haben. Da hoffe ich jetzt nicht, dass das klappt, weil das wird mir relativ gut reinlaufen. Dann hat mich vorhin noch jemand angeschrieben, der hat einen Drehschemel-Anhänger, halt komplett mit kaputtem Aufbau, was ja aber eigentlich nicht schlimm ist, weil ich den ja eh selber eigentlich aufbauen wollte, außer ich würde halt den Kofferanhänger bekommen, den würde ich halt nur innen drin ein bisschen abtrennen. Ja. Muss ich mal kurz gucken, wo meine Hunde sind. Okay. Ja, also wie gesagt, das Thema, da bin ich momentan wirklich stark dran, weil ich halt die Ziegen auch öfters umstellen möchte dieses Jahr. Und wie gesagt, die sollen ja eigentlich auch in die Grünlandpflege rein. Und da ist es halt einfach praktisch, wenn man einen Anhänger hat, wo man
Strom fürs Zaungerät drin hat, untergebracht hat, Wasser drin hat, ein bisschen Heu, ein bisschen Stroh, ein bisschen Kraftfutter und halt vor allem, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, wenn sie irgendwo auf einer Wiese stehen. Darum geht es mir eigentlich gesamt dabei. So, dann ist es auf gestern Abend auf Instagram nochmal rund gegangen. Wir sind jetzt, glaube ich, mittlerweile bei 58 Abonnenten. Das freut mich natürlich noch mehr wie 50, ist klar. Ich würde mich halt freuen, wenn es auf YouTube mit der Abonnentenzahl jetzt auch ein bisschen hochgehen würde, weil es einfach für mich, wie soll ich sagen, das macht, es freut einen einfach selber, wenn die Abonnentenzahl hochgeht und die Leute, die es interessiert, was man macht. Ja, also ich meine, ich erwarte jetzt nicht, dass ich hier auf YouTube innerhalb von einer Woche 5-6 neue Abonnenten habe, aber wenn ich von Video zu Video immer einen mehr hätte, würde mich das halt schon sehr freuen. Also für die, denen es gefällt, wirklich gerne unter auf den Abo-Button drücke, das freut mich umso mehr. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das für diesen Vlog. Nächste Woche Mittwoch um 16 Uhr kommt das nächste Video. Genau, ganz kurz noch, ich habe mittlerweile immer noch keine Antwort wegen Holz bekommen. Das ärgert mich langsam auch, weil ich das eigentlich wirklich fertig haben möchte, bevor ich im Grünland anfangen muss. Und da ich noch immer einen Zettel habe für die Versteigerung vom Schlagraum, vermute ich langsam, dass es zeitlich nicht mehr passen wird und dass ich dann wirklich einen sehr straffen Frühjahrsplan bekommen werde. Ja, so viel mal dazu. Ich werde euch oben links das neueste Video auf dem Kanal verlinken. Unten links gibt es dann das von letzter Woche. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, wie euch eine schöne Woche zu wünschen und zu sagen, bis nächsten Mittwoch. Ciao.